Und da ist er online. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sven zockt. Und heute spielen wir Okparkinga. Nein, das Spiel heißt You Suck at Parking. Und wenn wir uns die Autos hier so angucken, wissen wir auch warum. So, einmal noch ganz kurz der Check, ob das auch alles so läuft, wie ich mir das vorstelle hier. Ja, ich bin scheinbar online. Das freut mich hervorragendst. So, dann wollen wir mal schauen, was sich hier so tut. Ich habe das Spiel tatsächlich, ich glaube, zweimal schon vorher gespielt. Ich bin Stufe 5. Ich habe mein Auto ein bisschen aufgehübscht. Ich drücke mal auf Online-Match und wir gucken mal, was geschieht. So, wir warten auf weitere Mitspieler. Mal gucken, ob sich da was tut. Solange können wir ja ein bisschen trommeln mit unserer Katze und dem kleinen Hündchen. Dafür habe ich die extra. Mega. Ja, so macht Warten Spaß. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 28 Sekunden. Wir sind jetzt bei 40. Hip, hip, hurra. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, ob ich heute mal einen Zuschauer habe. Bisher sieht es bei mir mit den Zuschauern ja eher mau aus, aber das kann ich nicht ändern. Da bin ich guter Dinge und ich setze mich einfach abends hin und zocke und dann werden wir ja sehen, was passiert. Apropos, was passiert? Der Schokolaus FCT Racing, der Mark Straw Jungle, BKR Valentoni und jemand, dessen Namen ich jetzt so schnell nicht lesen konnte, sind alle mit am Start. Und wir parken. Es beginnt mit einem Minenfeld. Und dann gibt es da so 2, 3, 4, 5, 10 Parkplätze, die wir abgreifen müssen. Auf geht's. Tutut. Oh, ich bin ganz vorne. Oh, oh nein. Ah, verdammt, ich bin fast durchgekommen, ohne zu explodieren. Ich war schon ein wenig stolz auf mich. So, da ist der erste Parkplatz. Ah, verdammt. Man darf halt auch nicht stehen bleiben, weil sobald man steht, hat man verloren. Beziehungsweise parkt man dann, wenn da kein Parkschild ist, im Halteverbot. Und ich bin daneben geflogen. Ist hier sonst noch irgendwo ein Parkplatz, wo ich hin müsste? Ich glaube nicht. Okay, wir haben die erste Minute verschwendet, noch keinen Parkplatz gefunden. Diesmal. Ah, nein, ach, komm schon. Ah, das kann ja nicht so schwer sein. Der eine. Da ist ein Parkplatz, den kann man ja wohl. Oh, daneben. Alter Falter. Ich bin richtig gut. Alles klar. Jetzt aber. Bombe. Nein, Glück gehabt. So, und. Ja. 1A Parkskills. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Es gibt doch bestimmt hier auch noch irgendwo einen Parkplatz, wo man hin muss. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass dieses Haus da nicht umsonst rumsteht. Aber hier ist auch nirgendwo einer. Nö. Gut. Fahren wir oben rum. Oh, Moment, da war doch auch noch ein Parkplatz, oder? Jawohl, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Oh. Wir stehen? Jawohl, wir sind drauf, das reicht. Sehr, sehr schön. So, weiter geht's. Hui, ups. Haha, jetzt bin ich schon mal hier. Keine Ahnung, wo die alle hinfahren, aber ich fahre mal hinterher. Da ist ein Parkplatz. Oh, ich habe den jetzt weggeschubst, ne? Ich habe den gekriegt und ich habe den Typ mit nicht. Ich habe den auch nicht gekriegt. Schade. So, aber das scheint mir wesentlich einfacher als das, was die anderen Jungs da alle machen. Oh, da bin ich explodiert. Keine Ahnung warum. Und da explodiere ich schon wieder. Ah, ich bin mit zweimal geparkt, jetzt auch nicht gerade weit vorne. Früher macht keinen Sinn hier. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Das war doch gerade so perfekt. Okay, auf ein neues.
Dun, 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 dun. Wupp. Nee. Na dann fahren wir da unten hin. Mit 8 Parkplätzen hätte man gewonnen. Ich hoffe, dass ich wenigstens auf 3 komme. Nein, komme ich nicht. Jetzt bleibt doch kurz stehen, haben wir noch eine Chance. Jawohl, so, jetzt aber. Okay, wir machen jetzt nicht diesen komischen Abkürzungsweg hier. Wir fahren ganz klassisch und gechillt. So. Und da oben ist noch einer, den nehmen wir mit. Ja, nein. Ah! Ah! Verdammt! Schauen wir dem Schokolaus zu, der sich noch einen kleinen Parkplatz abstaubt. Oh, das ist aber cool. Ich will auch so einen Pinguin auf meinem Auto haben, wie FCT Racing. Eieieiei. Ausflug ins Grüne. Vielleicht bin ich da ja besser im Grün. Da hinten ist einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parkplätze sehe ich jetzt. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den 8. habe ich noch nicht gesehen. Schauen wir mal. Auf geht's. 3 Minuten Fahrzeit. Schubidu. Okay, hier explodiert schon wieder alles. Und unter anderem auch ich. Uiuiui. Aber wenigstens sind die Minen dann auch gleich weg. Muss man ja auch mal so sehen, ne? So, und steht. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir weiter. Oh. Okay. Da oben, nicht an dem Ding vorbei. Und steht. 2 haben wir. Fehlen uns noch 6. Kurze Kurve. Megagas. Megagas. Steht. Alter. Jetzt läuft's. Haben wir die Steuerung erst mal verstanden, können wir auch Auto fahren wie ein Weltmeister. So. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir fahren mal da oben hoch. Okay. Zack. Steht. Da hinten war noch einer und oben drauf war auch noch einer. Die nehmen wir natürlich auch gleich alle mit, wenn wir denn in der Lage wären, an diesen Reifen hier vorbeizufahren. Uiuiuiui. Ach, Rückwärtsgang. Ich habe keinen Rückwärtsgang. Ich habe keinen Rückwärtsgang. Wer steht, hat verloren. Das muss man sich merken hier bei diesem Spiel. Oh. Ah. Und wer in die Laserwände fährt, offensichtlich auch. Laserwände! Zack, zack. Uiui. Oh, oh, ah. Weiterfahren, weiterfahren. Ja, schubst mich. Los, Purzelchen. Verdammt, jetzt hänge ich. Halt doch einfach an und versuch's mal von vorne. So, auf geht's. Irgendwas hat mich berührt. Und es war eine Laserwand und eine Mine. Ich habe alles mitgenommen. Alles. Eieiei. Wupp. Ah, nein. Ach, es gibt keinen Rückwärtsgang. Komm, 4 Parkplätze noch. Das kann kein Ding der Unmöglichkeit sein. Wenn ihr wüsstet, wie ich im echten Leben parke, das sieht genauso furchtbar aus. So, hier oben bleibt. Oh nein, lass mich nicht stehen. Okay, vielleicht. Nein. Oh, ist da ein Portal? Da ist ein Portal drunter. Oder sowas. Gucken wir nochmal. Noch 14. Nein! 12 Sekunden. Oh, der Penner wollte mich schön in die Mine mitnehmen. Egal, einen Start haben wir noch. Natürlich, wenn man das geschafft hat, wenn man einer von den Leuten ist, die schon 8-mal geparkt haben, dann ist ja halt schon mal die spannende Frage, was macht man denn dann jetzt als nächstes? Das kann ich schon nachvollziehen. Nope. Wie lange kann ich eigentlich fahren? Hier habe ich so ein unendlich Ding. Ah, verdammt. Oh nein, ich habe gleich kein Benzin mehr. Ja, ich habe es geahnt, dass sowas passiert. Ah, schade. BKR Valentoni ist Erster. Damit gibt es hier einen harten Race zwischen den beiden, aber ich bin nicht dabei. Mal schauen, der Schlüssel zum Glück.
ob wir hier weiterkommen. Wer weiß, wer weiß. Einmal alle 8 Parkplätze kriegen, das wäre schon ein Traum von mir. Naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen hier. So schnell wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich sehe einen Parkplatz. Ich stehe auf diesem Parkplatz. Jawohl. So, dann habe ich hier gerade noch was gesehen. Da ist nämlich noch einer. Zack. Schon 2 weg. Schon 2 weggeparkt. Hier hinten ist doch bestimmt auch noch irgendwas, außer einer Reifenwand. Hui, hui. Das war weder geplant noch gewollt. Eieieiei, was tue ich da? Ich will nicht über dieses Turbo-Ding fahren. Da bin ich nicht geeignet für so viel Geschwindigkeit. So, wir fahren hier oben her, springen darüber, machen hier, oh, perfekt, den Parkplatz fit. Ja, das wollte ich doch überhaupt nicht mehr machen. Das war mal wieder ein Schuss an den Ofen. Um mal eine berühmte Verbrecherbande zu zitieren. So, es geht hier hoch, es geht darum. Dibidi und Dubidum, jetzt hier hoch. Dann da durch. So, nicht ablenken lassen von dem Dynamit. Sehr vorsichtig fahren wir hier. Wie geht's denn weiter? Wie komme ich denn da oben hoch? Check ich nicht. Na, so nicht. Ich fahre mal einfach den anderen hinterher hier und schau mal, was die so machen. Ich muss ja irgendwie. Ah, hier. So. Oh, nicht mich schubst. Danke. Da ist noch ein Parkplatz. Zack. Perfekto. Ah, auch eine Abkürzung. Wollte ich nicht. Hat aber funktioniert. Wo bin ich? Da. Danke. So. 4 Parkplätze fehlen mir noch. Wo finde ich die denn? Heppa, da oben drauf. Da nicht. Meine Güte. Oh, ich bin von der Straße abgekommen. Wir parken mal einfach. So. Schnups. Das kann nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, ja, ja. Da war ich noch nicht. Ah, okay. Ich habe es gesehen. Wo bin ich? Da oben ist der Parkplatz. Wie komme ich da nochmal hin, ohne so fancy wie gerade. Wow. Danke. Was schubst der Spinner mich? Das geht doch nicht. Ich mag nicht geschubst werden. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Check ich nicht. Das ist mein letztes Auto. Lass mich in Ruhe. Ich nerv euch jetzt. Ich fahre hier so lange durch die Pampa. Ich sehe nichts mehr. Ach Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Das ärgert mich. Schon witzig, das Game, aber offensichtlich muss man wissen, wo man herfährt. Ich bin Letzter. Also wenn man von Meeres 94 absieht, die ganz auf, ja klar. Hm? Da sehe ich mich. Ah, was soll das? Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Bereit machen. Uiuiui. Kann aber einer von euch für mich das Dynamit da? Nope, kann keiner. Aber ich habe es jetzt selber frei gemacht, von daher. Ah! Es ist rutschig, weil das hier alles Eis ist. Hätte man sich denken können, wenn man die Farbe des Bodens beachtet, aber. Was mache ich denn da? Ja, genau. Ah, dieses Video, ne? Das kann ich hinterher auf YouTube hochladen als Sve. Warum? Okay. Offensichtlich hat mich irgendein Magnet. Oh, hier sind gleich 2 Parkplätze. Bin ich gut. So, zack. Zu weit. Ach komm. Okay.
Jetzt aber, jetzt kenne ich mich richtig aus hier. Jetzt bin ich voll am Start. Jetzt fahren wir hier den Hügel runter, machen hier eine ganz coole Drehung und stehen. Jawolski. So, weiter geht's. Oder auch nicht. Der Schokolaus ist wieder bei mir. Hallo Schokolaus. Warum passiert mir das immer wieder? Nein, buff. Nee, doch nicht. Oh, putsch. Also von allen, die da sind, bin ich der Schlechteste. Das ist eine seriöse Einschätzung meines Könnens. Sollte ich meinem Arbeitgeber nicht gerade bei einem Bewerbungsgespräch offenbaren, aber so ist es. Was soll ich machen? Mal bist du Not, mal bist du Elend. Ich bin beides. Steht! Die Mucke ist natürlich der Knaller in dem Spiel. Oh, und steht! Vier. Ich glaube, hab ich schon jemals mehr als vier Park. Was tue ich da? Schon jemals mehr als vier Park-Erfolge gehabt? Guck mal, da ist noch einer. Keine Ahnung, warum ich den nicht einfach nehme. Was passiert hier? Hier springt man offensichtlich durch die Gegend und landet dann im Wasser. Gut. Wollte ich eh schon immer mal machen. Okay, das war exakt so geplant. Nicht von mir, aber vom Schicksal. Wump. Ah, nein. Nein, 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 nein. So, jetzt aber runter da und explodieren. Nein, doch nicht. Ah, das wäre eine coole Abkürzung, wenn man das könnte. Könnte man sich tatsächlich von den Magneten da unten hinziehen lassen und hätte voll die Zeit gespart. Wie gesagt, wenn man das könnte. Ah, wo springe ich denn schon wieder hin? Cool, das ist mein letztes Auto, das versenke ich. So, nämlich. Zack, ab ins Wasser damit. Ich hasse euch. Ah! Der BKR Valentoni, ne? Der ist gut, im Gegensatz zu mir. 11 Punkte und siebter. Das war's offensichtlich. Match Results oder kommt noch eins? Kommt noch eins? Muss ich was drücken? Nein, das war's. Es gibt nur vier Runden. Okay. Aber die Tendenz ist gut. Die Tendenz ist super. 5 Stück. Nicht schlecht. Kann man mal machen. So machen wir es jetzt auch. Warten auf Spieler und dann geht es gleich los. In der Zeit trinke ich einen leckeren Schluck von meinem Pfirsicheistee, der im Angebot war. Ah. Aus werberechtlichen Gründen. Oh. Das ist aber auch fies, wenn man so auf Level 6 wird, irgendwie mit Level 68 gematcht wird. Auch wer ein sehr geiles Toaster-Auto hat. Aber naja, okay. Windschatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist der achte Parkplatz? Den sehe ich nicht. Ich sehe 1, 2, 3. Na egal. Matchbeginn. Auf geht's. Lasst uns parken, wie wir noch nie zuvor geparkt haben. Das habe ich schon gar nicht so kacke gemacht. Jetzt hier rüber. Und dann sehe ich doch da einen Parkplatz. Oh, was sind das denn? Minen? Wärmesucherminen, die einen umfahren oder was? Oh, getroffen? Ja! Das war mal schön. Aua, danke, danke fürs Wegschubsen. Du freundlicher Fahrer. Möge dich die Mine fressen. Oh, das hat aber gerade geklappt, obwohl die Mine da war. Diese Suchermine, habe ich den Punkt gerade bekommen. Und jetzt bekomme ich auch den, wenn ich. Ja, sehr gut. So, dann wollen wir nochmal darüber. Denn da sind noch mehr Parkplätze. Oh, was tue ich hier? Uiuiui, komme ich drüben an? Ich komme drüben an. Uiuiui, ui, hört doch auf, mich zu rammen. Nein, da bin ich runtergeplumpst. Okay. Jo.
Alles klar. So, jetzt aber. Kurve, 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 Kurve. Nein, such mir. Wow, verzieh dich Mine. Uiuiui. Okay. So, jetzt ganz sanft um die Ecke cruisen und geparkt. Sehr schön. So, jetzt habe ich noch irgendwie einen da ganz unten gesehen. Wie komme ich denn da hin? Da schauen wir doch mal. Da muss es doch einen Weg geben. Na, hierher. Ui. Okay, und wo ist der Zugehörige da? Boah, ich wollte gerade sagen, wenn der freundliche Mensch mit dem Streifenwagen da mich jetzt geschubst hätte, wäre ich sehr aggressiv geworden. Aber es gab keinen Anlass dazu. Wie kommt man denn da hinten rüber? Cool, hier ist der Start. Boah, es tut mir echt leid. Ich versau ja mit dem Start, das ist nicht mein Ziel. Ich bin einfach nur schlecht im Fahren. Aber ich möchte gerne noch einen Parkplatz schaffen. Da hätte ich mich einen neuen Rekord. Da hätte ich 6 Parkplätze gefunden von 8. So gut war ich noch nie. Mein Benzin ist gleich leer. Das passiert, wenn man durch die Gegend fährt und andere Leute stört. Dann verschwendet man nämlich sehr viel Benzin. Nein, 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 nicht darunter, nicht darunter. Nicht darunter, habe ich gesagt. Okay. So, noch 35 Sekunden. Ich möchte gerne noch einmal parken. Noch einmal kommen. Einen klitzekleinen Parkplatz, bitte. Bitte geben Sie mir einen klitzekleinen Parkplatz. So, weiter geradeaus. Irgendwo hier. Keine Ahnung, wo ich hier hinspringe. Ah! Ja, perfekt. Steht! Oh mein Gott! Ich habe 6 Parkplätze geschafft. Oh mein Gott! Wo ist der Nächste. Wo ist er? Ich muss bestimmt da oben durch. Aber dafür müsste ich erstmal irgendwie mein Auto in irgendeiner Art und Weise bewegen. So. Ja, verdammt! 7! 7 von 8! Und trotzdem Vorletzter! Das Spiel ist motivierend! Aber richtig! Sauer, das spielen wir jetzt öfter. Stampfkartoffel. Da kriegt man direkt wieder Hunger. Apropos Hunger, wieso habe ich hier einen Toaster und ein Spiegelei eigentlich bei mir? So, fahrt ihr mal alle da rein. Ich fahre mal weg. Wo bin ich denn überhaupt? Ich sehe. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Okay, machen wir das einfach nochmal. Das läuft nicht so gut. Ach so, klar, auch von außen vor die Wand fahren führt zum sofortigen Tod. Danke für Schubsen. Mann. Was zur. Hä? Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt parken wir kurz hier. Nein! Warum schubst er mich? Ah. Wichtige Regel, wenn man etwas nicht kann, sind immer die anderen schuld. Ja, steht. Perfekt. Zwar nur mit einem Rad, aber das reicht. So, jetzt müssen wir hier hoch und dafür müssen wir hier so rüber grinden. Und dann können wir eine kurze Drehung machen in die Laserwand und uns tierisch den Hintern abärgern. Weg bin ich. Wupp. Also ich kann euch sagen, ich werde dieses Mal keine 7 Parkdinger schaffen. Glaube ich nicht. Ich bin ja sogar zu dumm zum Stehen bleiben. So. Hui. Das war gut. Zack, hoch und Rams um die Kurve. Ram, ram, ram geradeaus. Ja, danke dafür. Aber hier ist ein Parkplatz. Den nehmen wir mit. Oder auch nicht. Wir stehen halt daneben. Der Toaster hat uns geschubst. Schubsender Toaster. Meine Damen und Herren, auf der A3 sehen Sie nun einen schubsenden Toaster. So, dafür haben wir in die Laserwand geschubst und sind, weil kleine Sünden immer als erstes bestraft werden, direkt in die Mine gefahren. Und damit meine ich jetzt nicht Diggy Diggy Hole, sondern wir sind explodiert, zerstorben in 1 Milliarde kleine Einzelteile. 3. Und die Wand. Und weiter geht's. Dö, dö, dö.
Dieser blöde Kartoffelstampfer da am Ende. Oh, das ist zu langsam. Nee, doch nicht. Wir kommen an. Was ist denn hier eigentlich so? Hier war ich auch noch nicht. Aha, ein Portal. Zurück. Oh, warte mal. Hier war ich noch nicht. Oh, da schaffen wir. Jawohl. Oh, das war aber spontan umgeswitcht. Und bam, voll in die Wand. Und bevor ich gleich wieder in die Wand fahre, machen wir einmal den hier. Zack. So, 4. Mit 4 bin ich gar nicht mal so gut. Da oben war ich auch noch nicht. Was ist denn da so Schönes? Aha, aha, aha. Aha, ein gigantischer Hammer. Mhm. Hui! Ups. Und ist hier auch ein Parkplatz oder ist das einfach nur... Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Egal, wir haben noch ein Auto. Das dürfen wir nur nicht zerstören jetzt. Und dann kriegen wir das noch hin. Genau diesen einen Parker, damit wir wenigstens 5 Parkplätze gekriegt haben. Ich weiß nicht, inwiefern uns das den Hintern rettet. Wahrscheinlich gar nicht. Vor allem nicht, wenn wir in die Mine fahren, auf der Wiese. Und uns denken, cool. Ah, ärgerlich. Let's go to. Der Toaster hat gewonnen. Sauer, Lone Falcon. Aber Burn Burn. Das ist ein Spiegelei und ein Toaster. Oh, heute mal ganz ohne Straße. Up the country. Wo sind die Parkplätze? Ich sehe eingekreist mit Kreide auf der Wiese offensichtlich. 1, 2, 3. Da oben ist einer. 4. Das Schlimme ist, glaube ich, auch, ich kenne die ganzen Bahnen alle nicht. Okay, auf geht's. Wupp, da oben ist doch einer, ne? Ja, genau. Und zack. Steht. Erster Punkt haben wir schon mal. So, jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. Was ist das hier für ein Suchscheinwerfer? Keine Ahnung, aber dahinter sind Minen. Geh in die Mine. Ah, verdammt. Da wurde ich den Typen schubst und bin selbst gestorben. Wenn ich noch dreimal vor die Mine fahre, brauche ich gar nicht mehr weiterzumachen hier. So. Wo geht's denn hier entlang? Das Schlimme ist auch diese weißen Parkplätze auf der... Ja, genau. Voll drin. Hätte garantiert gegolten. Da sehe ich keinen Grund dafür, einen Strafzettel zu geben. Was gibt's hier oben? Noch mehr Minen. Und hier ist doch bestimmt auch ein Parkplatz, genau. Dafür gibt es diese Ecke, dachte ich mir doch. Jo, meine Damen und Herren. Ah, ach, die Polizei schießt direkt mit Raketen auf einen. Das ist natürlich nicht so schön. Da ist ein Parkplatz. Also durch die Felder, an der minenschießenden Polizei vorbei und zack, stehen wir. Was ist denn hier so? Guck mal, da ist ja auch noch einer. Zack, stehen wir. So gehört sich das. Was haben wir hier noch? Ne, da waren wir gerade, aber da unten noch nicht. Oh, ja, weiter so und zack, stehen wir. Das läuft gerade zu gut. Ja, und da kommt die Rakete. Das lief zu gut, habe ich ja gesagt. Und bam, wir haben eine Rakete abgehängt. Ich will ja nichts sagen, aber puh. Wir sind schon ziemlich gut gerade. Oh, jetzt vorsichtig. Perfekt. So, 2 brauchen wir noch. Irgendwo befinden sich noch 2 Parkplätze, die wir A finden und B beparken müssen. Oh, aber knapp. Netzroller hätte man gesagt. Wenn wir jetzt Tischtennis spielen würden. Okay, da düsen die alle mit Speed rüber. Und hier unten waren wir ja gerade, genau. Okay, das heißt, wir machen das mit dem Speed auch mal. Oh, mein Benzin. Oh, ich bin mit Speed. Ja, egal. So. Alles klar. Diesmal aber. Dieses Mal nehmen wir den Speed mit. Wir nehmen den Speed mit. Wir rasen wie der Wind. Wir sind daneben geflogen. Und untergegangen. Schön. So, die Polizei hat es wieder nicht gesehen. Kurz da hoch, 15 Sekunden. Wir können noch die 7 erreichen, wenn wir das hier mit dem Tor checken. Ah ja, wir checken es. Oh, wir könnten sogar noch... Oh, oh, oh. Ich bin gerade mega aufgeregt. Wir könnten alle 8 Parkplätze treffen. Ah, verdammt, das ist nicht die Sache. Wo war der 8. Parkplatz? Ey, du hast 7 Parkplätze und bist 6. Das ist so demotivierend.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ich sehe alle Parkplätze sofort am Anfang. Geometrie, das ist eine süße kleine Bahn. Das sieht machbar aus mit dem Sprungding in der Mitte. Jetzt will ich die 8 sehen. Jetzt will ich die 8 sehen. Welcher bin ich, der da? Okay, wenn sich hier alle wegrammen, dann parke ich da mal. Zack. So, jetzt machen wir das hier oben mit. Ah, okay, es sind so Bumper-Dinger. Und die Wiese ist auch. Die Wiese vor allem. Der Fußboden ist auch sehr rutschig. Aber das sind natürlich alles nur mäßig gute Ausreden. Jo, vielen Dank dafür, du freundlicher Schneeschaufel-Affe. Ich möchte ja nicht so viel fluchen. Bäm! So, jetzt nehmen wir ein bisschen Anlauf. Und jumpen dann da hoch und stehen. Sehr gut. Jetzt noch die beiden unten in den Ecken. Vier noch. Ach so, ja, genau. Ja, ich weiß, wo die alle sind. Das ist eigentlich schon mal die halbe Miete, wenn man weiß, wo man so noch so hin müsste. Hui! Ne, das war nicht ganz richtig. Nee, das auch nicht. Eieiei. Uiuiui. Was war das für eine Rollage? Reicht es? Es reicht. Perfekt. Und steht. Steht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Noch zwei Stück. Oh mein Gott, ich weiß jetzt, bin ich in der Gesamtpunktzahl, weil die anderen alle schneller sind, aber ich habe das erste Mal gleich. Ich habe noch eine Minute Zeit und ich hätte gleich alle 8 Parkplätze. Wie cool ist das? Bitte, bitte, bitte nicht daneben! Okay, wir schaffen es. Nur noch ich und haben dann. Oh, sorry, haben dann. Oh, das sieht gut aus. Jetzt nicht zu schnell, nicht zu schnell und drin! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin immer noch Vorletzter, aber ich habe alle Parkplätze mitgenommen. Zum Thema Motivation, da bin ich ganz weit hinten, aber ich bin nicht Letzter. Und ich habe alle. Krass. Jetzt packt es mich. Jetzt muss ich hier das Gleiche nur schneller hinkriegen. Ich werde, das ist mein Tagesziel, heute noch. Ach so, ich vergesse das immer, dass ich dann irgendwann auch auf Leertaste drücken muss. Guck mal, da sind wir echt gut angefangen. Ja, komm, einmal komplett. Und wir, oh, guck mal, was man hier alles gibt. Der Parkpass. Vielleicht müsste ich mir den Parkpass noch kaufen. Dann kriege ich einen Hut. Leute, einen Hut. Bin nur so aufgedreht, weil auch keiner zuguckt. Das ist ganz nett. Ich habe einen Zuschauer, das bin ich selber auf dem Handy. Also, motivationstechnisch bin ich da ganz weit vorne. Ich kann mich hier trauen, alles zu sagen. Das ist mir völlig egal. Guckt ja eh keiner zu. So. Während ich hier warte auf neue Mitspieler, werde ich mir meine Hände ein klein wenig mit dieser wunderschönen. Ich habe hier so, wie heißt das? Liquid Lava Putty Metallic. Kann ich das, sieht man das? Das kann man sogar lesen, ne? Genau. Das ist im Prinzip ja so wie Schleim früher, aber ein bisschen härter und nicht so glibberig. Man kann es so ziehen. Whoop. Aber letzten Endes nehme ich das und habe das immer so in der Hand und drücke da so ein bisschen rum. Einfach nur so, weil ich es kann. Einfach nur so. Weil es ist so wie so ein Fidget Spinner. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger noch kennt. Ich habe das Bedürfnis, ich muss immer irgendwas in den Händen haben zum Fummeln. Und dafür ist das. Oh, jetzt kommen die ganzen Leute alle rein. Yoshimitsu, Giorgio, Applejacks, yes. Und das Dartli Pip. Okay, zwei Plätze wären noch frei, aber offensichtlich sind für heute nicht so viele.
Up the Country hatten wir heute schon mal. Da habe ich einen Parkplatz nicht gefunden, wenn ich das richtig in meinem Kopf habe. Ich weiß noch nicht, welchen und warum. Da oben ist noch ein Portal. Wo ist denn das Gegenstück zu diesem Portal? Na egal, wir gucken mal. Der erste war ja klar. Ah, toll, Sven. Ganz großes Kino. Meine Güte, wie kann man nur so dämlich fahren? Also, ja. Jetzt aber. Oh, oh, das war ganz haarscharf an den Lasern vorbei. So, dann fahren wir hier mal vorsichtig an der... Ach ja, die Map war das. Okay. So, den Parkplatz haben wir auch. Dann war noch da noch... Oh, der schubst mich doch gleich wieder, der freundliche Mensch. So, zack. Die anderen Autos, die wollen immer alle gerne mit mir knuddeln. Ich weiß nicht warum, ob ich so kuschelige Winterreifen drauf habe oder was. Ich kann es euch nicht sagen. Aber alle rammen mich hier immer, um mich irgendwie in ihre Kuscheldecke zu kriegen. Guck mal, war ich da unten schon mal? Da ist ein Parkplatz. Oh mein Gott, das ist der, den ich gerade nicht gefunden habe, glaube ich. Geil! So. Vier Parkplätze. Ui. Ach, verdammt. Da wollte ich den Torpedo abhängen. Das hat semi gut geklappt. Ich fahre einfach weiter. Der Torpedo wird schon irgendwann auch... Danke! Hat er mich extra ausgebremst, nur damit ich den Torpedo in den Popo bekomme? Ja, wie wäre es, wenn ich aufhören würde, das Polizeigebäude zu demolieren und weiterfahre? Ich habe noch vier Parkplätze zu kriegen. Und das funktioniert nicht, wenn man in Minen fährt und der Polizei ihre Torpedos abschwatzt. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ja, drin. Voll drin. Da kommt ein Torpedo geflogen. Er trifft meinen Popo. Mein Hintern wird dann größer. Das ist halt nun mal so. So, schnubbidi, schnabbidi. Hoch hier. Flui. Drei Parkplätze fehlen mir noch. Da ist einer. Jetzt fehlen mir noch zwei. Ich bin weit vorne mal tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass die Lernkurve hier doch so hoch ist. No. Naja, immerhin haben wir uns gegenseitig den Tag versaut. Es tut mir leid. Yohimitsu. 30 Sekunden, zwei Parkplätze. Das könnte machbar sein. Aber ich will mich noch nicht zu früh freuen. 24 Sekunden. Ich sag mal so, zwei, drei Versuche haben wir da bestimmt noch. Wir müssen jetzt diesen seltsamen Parkplatz drin kriegen, wo man hier Speed brauchte. Ah, warum? Warum tust du mir das an? Ich bin so langsam. Wie doch nicht. Oh mein Gott. Ja! Ich habe alle 9. Oh mein Gott. Schaut es euch an. Ich bin Dritter. Leute, ich stehe auf dem Treppchen. Bam. Bam. Jetzt läuft es. Jetzt geht es ab. Oh Mama, jetzt wird geparkt, ich sage euch. Jetzt wird hier richtig einer weggeparkt. Der Apfel ist sehr schön übrigens. Okay. Jo, erstmal direkt einen in den Eis setzen. In den Eis? Ins Eis? Ins ewige Eis? In den Tannenbaum? Nochmal ins Eis. Jetzt bitte vernünftig. Okay. Wir machen eine Kurve, wir sehen einen Parkplatz, wir fahren dran vorbei. Gar kein Thema. Diesmal aber fahren wir wieder dran vorbei. Und wir lassen uns wegboxen und landen irgendwo. Ich habe keine Ahnung. 30 Sekunden rum und ich habe noch nicht einen Parkplatz getroffen. Das ist sehr deprimierend. Dankeschön. Uiuiui. Oh, da ist die Boxerhand wieder. Dankeschön. Und eine... Jawolski. Das ist... Hör mal, das ist meine Map. Ich merke das schon. Da bin ich ganz weit vorne. Ich habe einen Parkplatz. Meine Güte, so viel Freude gibt es nur in der Kölner Innenstadt sonst. So. Was befindet sich denn hier hinten? Da ist auch ein Parkplatz, aber da muss ich in dieser blöden Boxhandfeuer vorbei und dann lande ich wieder da unten in dem Wasser.
Das kann doch alles nicht wahr sein. Zackedi zack. Nope. Ich weiß gar nicht, wie ich das für YouTube zusammenschneiden soll. Ich bin mich ja nur am Aufregen hier. So, weit. Na, wieso ist das alles so glitschig und rutschig? Wieso habe ich keine Winterreifen? Ich möchte Winterreifen! Oh, Entschuldigung. Ich wollte ihre Leiche nicht durch die Gegend transkatapultieren. Transportieren halt. Sie wissen, was ich meine. Und dann nehmen. Sauber. Das machen wir doch direkt nochmal, aber erst gehen wir schwimmen. Dieses Spiel ist sehr hektisch. Aua. Aua. Oh, da hinten ist auch noch ein Parkplatz. Da fahren wir als nächstes hin. Jeder Parkplatz zählt. Und der hier bringt mir wertvolle Punkte. Vorausgesetzt, ich komme von dieser Fahrt los. Bitte. Bitte. Nope. Hui. Vorsicht, Faust. Und jetzt frühzeitig bremsen. Jawohl, drauf. Da ist doch noch einer. Guck mal. Oh, da muss ich auch an dieser blöden Faust vorbei. Und gleichzeitig aber aufpassen, dass ich nicht zu langsam... Diese Fäuste. Wer platziert auf einem öffentlichen Parkplatz Boxfäuste so groß wie ein Auto? Und warum? Würdest du bitte auslösen? Ich musste also schnell dran vorbei und dann aber schnell wieder langsam werden. Bremsen, bremsen, bremsen! Ja! Letztes Auto, ich habe noch eins bekommen. Ich habe noch eine Chance, meinen Punktestand zu verbessern. So, vorsichtig an Dr. Faustus vorbei und nicht zu schnell. Ich bin im Eimer. Auf geht's! Freestyle, gehen wir schwimmen! Jawohl! Schon bin ich jetzt wieder Fünfter. Ich war so gut. Und jetzt runter vom Treppchen, wie vom Parkplatz. Zack, weg ist er. Abkürzungsfimmel. Den haben wir. Ein Abkürzungsfimmel, den haben wir. Habt ihr auch einen Abkürzungsfimmel? Ist das das Wort des Tages? Ich weiß es nicht. Bereit machen. Kurve. Kurve, Kurve. Schubs in die Schubs und blub. Sehr schön. So, nun aber vorsichtig. Bisschen noch. Jawohl. Aua, das war zu kurz. So eng ist diese Kurve dann nun doch wieder nicht. So, wir mogeln uns mal hier locker flockig durch und parken an der Sprungschanze. Was ich mich im echten Leben nie trauen würde. Aber das gilt hier für die gesamte Fahrstrecke. Das ist ja noch schlimmer, als auf der Kölner Domplatte zu parken. So, schnuppe die Schnaps. Oh, warum tust du das? Warum existierst du? Hör doch einfach auf damit. Oh. Zack. So. Wo waren wir denn noch nicht? Das Ding heißt offensichtlich Abkürzungshimmel, weil es hier viele Abkürzungen gibt. No shit, Sherlock. Okay. Einmal das ja Sinn, mit dieses Turbo-Moped da zu fahren. Dann nehmen wir die Abkürzung. Wenn wir hier unten runterfahren, dann kommen wir doch auch da oben hoch. Ohne über den Turbomaten 3000 zu fahren. Einfach, weil ich wissen will, was ist denn da? Mal ein bisschen umgucken, nicht einfach nur vorbeirasen. Das ist, komm, dass es dafür keine Bonuspunkte gibt, ist eine Frechheit. Ich habe so schön geparkt. So. Und jetzt gehen wir mal richtig Gummi. Was ist da? Ah, oh, da hätten wir wirklich einer gewesen. Okay, dann gehen wir jetzt mal wirklich richtig Gummi. Ich bin im Moment noch nicht der Schlechteste, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich gut bin. Ich bin da so... so zwischen traurig und... naja, du wirst schon wissen, was du da tust. Ich finde die letzten drei Parkplätze nicht. Also ja, klar, den einen habe ich jetzt gerade gesehen. Ah.
Okay, warum auch immer ich jetzt explodiert bin. Offensichtlich war die magnetische Anziehungskraft zu viel für meinen Elektromotor. Ich gehe einfach davon aus, dass ich mit einem Elektromotor unterwegs bin. Vielen Dank für den Spotlight. Gib Gubi Schubi. Jawohl, Ski. Oh nein. Für alle null Zuschauer, die ich gerade habe, die nicht wissen, wer Schumi ist. Michael Schumacher war mal ein ganz grandioser Rennfahrer. Hört man aber irgendwie nichts mehr von. Weil er A, seine Karriere beendet hat und B, einen ganz doofen Skiunfall hatte. So. Und jetzt sind wir da, wo wir noch nie waren. Wenn ich das richtig sehe. Habe ich keine Ahnung, warum. Warum das jetzt passiert ist. Ich weiß es nicht. Puh. Leute, das ist anstrengend. Aber sehr witzig. Kann man machen. Nur dummerweise bin ich jetzt immer noch Vierter. Ich wäre so gerne wenigstens Dritter. Ich möchte aufs Treppchen. Und auf der Bahn habe ich letztes Mal schon exakt nichts geholt. Das wird toll. Aber jetzt. Jetzt spiele ich hier so viel rum, dass mir alles rumfällt. Bereit machen! Jawolski! Keiner fährt so schön in die Wände wie ich. Ja. Ich möchte mich da jetzt nicht näher zu äußern. Keine Ahnung, warum ausgerechnet das meine letzten Worte waren. Mein Fahrschullehrer, ohne Witz, wenn mein Fahrschullehrer mich hier sehen würde, würde er in Grund und Boden versinken vor Scham. Sven, sagte er immer, Sven, wenn mal Winter ist, nutze Winterreifen. Sven, bitte fahre nicht 8 Stunden in irgendwelche bunten Reifen am Straßenrand. Sven, falls ein gigantischer Magnet auftaucht, der dich nach hinten zieht, steig aus. Es könnte eine Falle sein. Oder Aliens. Ich stehe doch nicht daneben. Ich stand genau auf dem Parkplatz. Mittiger ging es doch gar nicht. So, zack. Das kann nicht wahr sein. Was hab ich denn für Reifen drauf? Ölbeschmierte Slicks. So, guck mal hier. Da wollen wir rein. Das hat man nämlich tatsächlich letzte Runde nicht gefunden. Wunderbar. Ich glaube, ich schneide hier von 2 Videos zusammen. Eins mit Erfolgen und eins mit Misserfolgen. Und gucke, welches euch besser gefällt. Und ich bin schon wieder... Nein, es passt. Miau, miau, hui, jupsidibu. Das ist mein Markenzeichen. Seltsame Geräusche zu normalen Gegebenheiten. Und selbst wenn es seltsame Geräusche schon gibt, muss ich sie noch toppen. So, da oben der Parkplatz, der aus irgendwelchen Gründen von Laserwänden gesäumt wird. Keine Ahnung. Muss etwas mit Fridays for Future zu tun haben. Aber was soll ich denn machen, Leute? Hier fährt kein Bus. Hier fährt einfach kein Bus. Ich würde so gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Aber es gibt hier leider keine Bushaltestelle. Und zu weit? Zu weit. Danke. Miau, miau. Wirklich so, also auf jeden Erfolg, was auch immer das war, auf jeden erfolgreichen Parkplatzversuch kommen hier 8 Misserfolge. Und das ist nicht gut fürs Ego. Das ist so ein Spiel, da gehst du nachher weinend ins Bett und wirfst deinen Autoschlüssel dem Nachbarn zu. Und bumm. So, noch 2 Sekunden. Letztes Auto. Dementsprechend strengen wir uns jetzt an, auch wenn es für die Gesamtwertung nichts mehr macht. Wobei, ich könnte noch vor Applejacks landen. Da ist der Parkplatz und Applejacks zittert und ich hab das Ding!
Wo ist Applejacks? Kann ich den sehen? Egal wo er war, ich habe gewonnen. Gegen Applejacks, das ist das Wichtigste. Aber ich bin immer noch auf dem vierten Platz. Ich bin insgesamt auf dem vierten Platz gelandet. Aber schaut euch diese Runde 1 an. Alle 9 Parkplätze mitgenommen. Bam! Gut. Machen wir noch einen. Wir warten auf Spieler. Und wir spielen wieder mit meiner Knete herum. Knete, Knete, Knete. Upsididoo. Oh. Entschuldigung. Babadoo, babadoobity bounce. Warten auf Spieler. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 38 Sekunden. Und da kommen sie. Faster PM. Sophie Ollerton. Serenity Hicks. The Gym-Man. Verdammt, ein Gym-Man ist dabei. Wenn ein Gym-Man dabei ist, die können Auto fahren. Da muss ich immer aufpassen. Oh. Was ist das? Wir haben Fließband. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, okay. Alle leicht zu finden. Es geht eigentlich nur darum, schnell zu sein und sich nicht zerquetschen zu lassen. Ach, gut, dass ich hier einen Kleinwagen fahre. Jo. Ah, schön. Schnell da durch. Und schnell auf den Parkplatz. Jawolski. Hier geht es nicht um irgendwelches Können. Hier geht es einfach nur darum, der Schnellste zu sein und nicht so dumm zu sein, in eine geschlossene Stachelwand zu fahren. Geschweige denn, in eine sich gerade schließende Sicht schubsen zu lassen. Das war zu weit. Da bin ich schnell wieder raus. Nochmal Glück gehabt. Und drauf. Jawolski. Ja, oben. Der gleiche Fehler. Ui, das war knapp. Oh, dahinter komme ich auch noch. Nein. Vielleicht hätte ich erst die hinteren machen sollen. Weil dann natürlich die ganzen Leute alle weg sind. Was war das? So, kurz ein bisschen Zeit vertrödeln. Jetzt durch. Kurz ein bisschen Zeit vertrödeln. Jetzt durch. Und diesen Parkplatz mitnehmen. Zack. Easy. Autsch. Nope. Danke. Jetzt aber schnell weg hier. Kurz ein bisschen Zeit vertrödeln. Und Abmarsch. Kurz ein bisschen Zeit vertrödeln. Und Abmarsch. Und ich glaube, ich könnte jetzt den hier mitnehmen. Ja. Okay. Es fehlen mir noch 3 Stück. So, ein bisschen Zeit vertrödeln. Und weg hier. Ein bisschen Zeit vertrödeln. Dahinter. Komm, komm, komm. Ja, nein. Schade. Komm, ich bin gar nicht so schlecht dabei. Schlecht insgesamt, aber nicht schlecht dabei. So, schnell dahinter durchhuschen. Hui, das lasse ich besser. Zweimal jetzt verkackt mit dem hinten durchrutschen. Das kann nicht wahr sein. Oh nein. Okay. Nein, das wird nichts. Ach, Mann. So, kurze Überlegung, was ich hier tue. So, zack, da durch. Hör auf, mich zu schubsen, bitte. Mit deinem Spiegelei. Oh, ja, das schaffe ich schon wieder nicht. Wie kann man denn zweimal genau vor die Kante fahren? So, jetzt aber. Ich habe nur noch 40 Sekunden für 3 Parkplätze. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Fahr durch. Ja, sehr gut. Oh, verdammt, der ist mitten in dem... Nein, mein Benzin ist alle. Ich kann doch... Ja. Ja. Huiuiui. Okay. Noch 2 Parkplätze. Noch 20 Sekunden. Unmöglich. Fahr doch da durch. Nein. Vor allem, wenn man zu dumm zum Fahren ist. So, so. Da durch, das schaffst du. Jawolski. Der in der Mitte ist auch noch frei, ne? Das heißt, da müsste ich mich hier ein bisschen gerade platzieren. Jumpen. Und, ja, ja. No, was ist das denn? Ich roll da so drüber. Okay, letztes Auto. Und auch dieses wird nicht gewinnen. Damn it! Ah, das war mal machbar und ich hab's völlig vergeigt. Aber ich hasse auch diese vereisten Straßen, wirklich. Ich hasse sie. Das kann nicht wahr sein.
Ich habe zwei Zuschauer. Hallo an wer auch immer zuguckt. Inselhopping. Herzlich willkommen bei Wir parken wie die Vollpfosten. Ich bin Sven, ich parke wie ein Vollpfosten. Ich sehe nur einen Parkplatz. Na, wir gucken mal, wo die anderen alle sind. Wieder eine Map, die ich nicht kenne. Dementsprechend habe ich eine gute Ausrede, warum ich da unten nach einem Parkplatz suche. Warum auch nicht? Uiuiui, 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 uiuiui. Ah, guck mal, da ist doch einer. Den nehmen wir mit. Oh, ja, das hat aber gereicht. Ja. Wenn drei Autos gleichzeitig starten und man nicht weiß, wie sein eigenes aussieht. Juhu! Okay, eine Kurve, die nehmen wir mal mit. Dann hoppen wir hier rüber und sind offensichtlich auf einem Parkplatz. Juhu! Und jetzt geht's wieder richtig Gummi. Juhu! So, Kurve. Da hüpfen wir jetzt mal nicht rüber, weil da waren wir ja gerade schon. Aber da. Oh, das sind zwei Laserwände. Da müssen wir eine Vollbremsung hinkriegen. Hat auch hervorragend funktioniert. So, da wollen wir nicht mehr hin. Was ist das denn hier hinten? Also, da hinten, dachte ich, nicht da unten. Weißt du, alleine im Verlieren verschwende ich Lebenszeit. Ich brauche 800 Jahre, um von der Klippe zu rollen. Während die anderen drei Parkplätze gefunden haben, roll ich noch von der Klippe. Das war aber... Denn das blöde Spiegel... Es kann nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen, wenn das blöde Spiegel mich jetzt schubst, ne, dann raste ich aus und dann fahre ich selbst vorbei. Kein Grund zum Ausrasten. Aber es hat gereicht. Okay. Was ist das? Offensichtlich gilt das Portal nur in eine Richtung und offensichtlich habe ich eine Affinität zu Fischen. Wie oft kann man denn noch darunter fahren? So, jetzt hier rum, dann da rum. Dumm, die dumm. Ich glaube, da oben war ich schon, deswegen fahre ich jetzt hier hin. Plüm. Mir fehlen noch drei Parkplätze. Einer habe ich gerade gesehen, ist da ganz rechts hinten. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. War ich da wirklich schon? Ja, natürlich. So. Jetzt hier runter. Oh, aber wirklich haarscharf. Okay. Ja, es tut mir leid, dass ich dein One versaut habe. Idorfio. Kurve, Kurve, Kurve. Da oben rum. Kurve, lange Bahn. Uiuiui. Ne, nicht lange Bahn, wir wollen hierher. So. Dann wollen wir mal hier rum und dann wollen wir uns doch mal den hier gönnen. Schnacki zacki, ein Parkplatz fehlt uns noch und das ist der, der da irgendwie ganz hinten ist. Einfach mit Vollgas drauf. Einfach mit Vollgas drauf. Wir haben noch 5 Sekunden. Park, park. So, sehr gut. Und jetzt einfach fahren. Wir schaffen das. Das war nicht schwer. Einfach nur darüber. Und alle 8 Parkplätze. Wup, wup. Bam. Sehr schön. Trotzdem nur Vierter. Alles mitgenommen. Trotzdem nur Vierter. Es ist Bombenstimmung. Sozusagen. Kurz einen Schluck von meinem nicht gelabelten Getränk hier. Ah! Und ab geht's. Gut, ich dachte, ich wäre der mit dem Apfel drauf. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Aber wenn die hier alle Bomben für mich wegmachen, parke ich da. Zack, zack. So langsam kommt man aber tatsächlich in so eine Art Flow. Und das ist ganz gut. So, hier rum, darum, larum. Mal gucken, wo wir hier so landen. Da oben. Da habe ich mich gerade schon gefragt, wie das gehen soll. Und ich stehe daneben. Ärgerlich. Ärgerlich. So, hier hoch. Kurze Kurve. Gas geben. Das war zu langsam. Sag ich doch. Le Bum. Le Bum, le Bum. Dille Dum. Schnappidibab. Hoppidibab. Wubidibu. Und du. Das ist schnell genug, wenn nicht sogar zu schnell. Nein!
Aua! Warum hau ich mich? Das war nicht so schlau. So, jetzt nicht so viel Gas geben, aber auch nicht so langsam sein wie vorhin. Und... Ah, das kann doch nicht sein! Wie kann man denn so dusselig sein? Das ist wieder zu langsam. Kleinste Klippe der Welt. Ich parke darauf. Kriege ich dafür Bonuspunkte? Nein, kriege ich nicht. Okay, halt. Das könnte klappen. Jawohl. Spiegelei hat es offensichtlich auch geschafft. Korrekt hinter mir. So, jetzt hatten wir die ersten hier alle abgefrühstückt. Dann können wir das Bombending hier auch noch mitnehmen. Oh nein! Da habe ich gedacht, ich schubse das Spiegelei mal eben noch kurz in die Minen rein. Aber ich habe meine Motorleistung unterschätzt. Zack. So, vier Stück noch, 50 Sekunden, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir gucken, wie weit wir kommen. Aua, nein, ja. Unter dem Meer. Gut ist, dass ich noch zwei Leute habe, die schlechter sind als ich. Schlecht ist, dass sie auch gar nicht mehr mitspielen. Ja, lol. Okay. So. Schnacke die Schnuppe. Ba-bam, bam. Und wir fahren hier oben rum und geben hier mal richtig Gummi. Keine Ahnung warum, aber wir wollen hier rüber. Oh, das war knapp. Gut, dass es da ein Geländer gab. So, ich habe zumindest so viel Kollaton überholt. Das ist schon mal gut. Jemand, der auch noch spielt, zu überholen, ist immer gut. Und das war meine Wand. Schade. Sophie, mach keinen Ärger. Bleib hinter mir. Vielen Dank. Mein Selbstwertgefühl braucht das. Ah, das ist schon die dritte Runde. Und es kommen die Island Twins. Die Island Twins. Alles klar. Darauf nehmen wir noch einen leckeren Schluck hier. Oh, Moment, ich bin noch nicht so weit. Fahrt schon mal, ich hole euch ein. Alles klar, los geht's. Ja, schön, dass ich inaktive Spieler direkt vor meiner Nase habe. So, da kommen wir durch. Nein, kommen wir nicht. Whee! 180 Grad Turn. Und schon wieder am Heckspoiler verbrannt. So, ganz vorsichtig. Und steht. Geht doch, warum denn nicht gleich so? So, hier gibt es wieder so einen Exploder. Exploder. Quetschimetschi. Quetschimetschi ist immer so eine Sache. Ach, komm schon. Ich habe gedacht, er bleibt länger auf. So, ganz ruhig und steht. Ja, hat noch gereicht. Oh, das war knapp. Herzinfarkt. Okay, hochgekommen sind wir. Okay, jetzt sind wir hier. Da ist auch noch mal ein Parkplatz. Da war kein Parkplatz, aber vielleicht reicht es bis zu dem... Nope, reicht es nicht. Oh, ist das alles kompliziert hier. Was passiert? Ich hänge, ich falle. Es war nie im Leben so geparkt. Jo. Das war aber... war schon Selbstmord gefährdet. Also, ich hätte es unter Suizid abgefertigt. So, da oben wollte ich eigentlich mal gerne rein. Zack. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nö, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Weiter geht's. Mäh, mäh, boop, boop. Mäh, mäh, bumm. Warum? Warum ist Tübingen so hügelig? Was soll das? Oh nein! Okidoki. Jetzt aber flupp. War da unten nicht eigentlich auch gerade was? Ein Steg?
Ja, ne? Wieso packe ich da eigentlich nicht mal? Und was ist eigentlich hier? Und wer ist Herr Latz? Und vorher haben Sie diese Nummer. Oh, da wollte ich hin. Ja! Okay. Sehr schön, sehr schön. Le Bums, nicht sehr schön, aber ich habe zumindest alle Minen abgeräumt. Ich wäre ein super Minensucher. Super Minensucher, sucht alle Minen. Ist leider nur einmal einsetzbar, danach ist er leider tot. Nach dieser motivierenden Ansprache fahren wir nun weiter, da oben rum und gucken, was wir hier noch so finden. Ja, wir fahren einfach hier weiter und finden nichts außer da hinten irgendwo ein Baum. Ja, auch was Schönes. So ein Baum ist nicht zu unterschätzen. Verdammt! Schon wieder letzter. Das kann nicht wahr sein. Ist das ärgerlich. Aber erste Runde schon wieder. Oh, doch nicht. Zweite Runde war es. Alle Parkplätze. Es fehlt uns immer weniger. Aber es passiert nicht, dass uns nichts fehlt. Ich gehe mal zum Hauptmenü, weil mich mal interessiert. Oh, der Free Movember Bundle. Das will ich haben. Ich drücke da drauf, es passiert nichts. Muss ich dafür in den Shop? Jawohl, Paket kaufen. Oh, Microsoft Dingsbums. Einen Moment, bitte. Bitte geben Sie Ihr Kennwort ein. Das mache ich. Wie ist denn mein Kennwort? Meine E-Mail-Adresse habt ihr jetzt schon mal alle. Das ist schon mal gut zu wissen. Tut mir auch ein bisschen leid, dass ihr das jetzt alle sehen musstet. Es gehört Ihnen! Ja, danke. Für kostenlos gebe ich es so gerne aus. Ich krieg so gerne Dinge kostenlos, kostenlos, kostenlos. So, wir bauen uns jetzt hier einen wunderschönen Schneuzer dran. Ich würde den hier nehmen, den geringelten. Der ist schön. Mit diesem. So, wir können ansonsten noch Pakete kaufen für 3,99 €. Das machen wir einfach mal nicht. Und Auto anpassen. Wo ist mein Schneuzer? Ich hätte gerne meinen Schneuzer. Meine mir zustehenden Schneuzer hätte ich jetzt gerne. Auf dem Dach können wir einen Hut packen. Oder eine Schneekugel. Die. Nein. Ah, okay. Ich kann das gar nicht kombinieren. Ich kann den Schneuzer haben oder etwas anderes. Dann bleibe ich in meinem Ringelschneuzer. Und nach hinten machen wir mal einfach so ein paar Schneeflocken. Eine Hupe. Ja, perfekt. Wunderbar. Gut. Ich würde jetzt mal ganz kurz die Szene wechseln auf Location. Und ihr könnt jetzt mal ganz kurz meinem Auto hier zugucken. Parkpass. Oh, ich krieg was kostenlos. Geil. Kostenlos nehme ich mit. Achso, das war schon das Kostenlose. Hier ist noch was. Ich habe jetzt rosa kostenlos bekommen. Und bis zu dem Hut muss ich noch. Oh, ich bin auf Level 10. Ich habe mir richtig schon was verdient. Guck mal. Aber ich habe doch gerade die umsonst Schnurrbärte bekommen. Oh, das will ich haben. Das will ich haben. Cool. Wie komme ich hier wieder raus? Zurück. Weg hier. Home. Auto anpassen. Ich will diese grandiosen. Wo sind sie? Hier, da. Zack. Oh, die Blubberblasen. Ich mag die Blubberblasen. So. Aber eigentlich wollte ich jetzt sagen. Hatte ich die jetzt gekriegt? Ja. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, ich stelle mal hier auf Intermission. Ich habe schon auf Intermission gestellt. Dann seht ihr den Chat. Ist aufregend, weil es passiert gerade nichts. Aber ich muss mal ganz kurz für kleine Königstiger. Bis gleich. Düdüdüdüm, ich bin an meinem Kabel hängen geblieben. Düdüdüdüm.
So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ah, Kopfhörer sind schon was Feines. Ich habe mir auf dem Weg noch ein paar kleine Tomätchen eingepackt. Ich mag diese Cocktailtomaten ja. Ein Genuss. So. Ja, wollen wir mit unserem Mega-Schneuzer hier doch mal noch ein paar Ründchen fahren. Also, auf geht die wilde Fahrt. Wir sagen on line mat. Und dann geht's los. Bam bada bam bam bam. Bam bada bam bam bam. Was passiert hier eigentlich? Ach so. Da gibt es nichts zu sagen. So. Die Wartezeit beträgt 28 Sekunden. Ich werde das mal kurz nutzen und mal den Sound in meinem Stream checken. 28 Sekunden. Ich werde das mal kurz nutzen und mal den Sound in meinem Stream checken. Ja, funktioniert. Ich bin begeistert. 28 Sekunden. Ich werde das mal kurz nutzen. So, haben wir die Endlosschleife auch gestartet. Ich würde hier übrigens auch wieder auf Lachen. Da bin ich wieder. Und links in der Ecke, wo ich hingehöre. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt 1,19. Nein, 28 Sekunden, aber ich warte schon seit 1,19. Oh, diesmal habe ich mal Spieler dabei. Guck mal, 2 auf Level, 3 auf Level 1. Vielleicht werde ich ja mal nicht Letzter. Schauen wir mal. Attraction heißt diese Map. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles sichtbar. Man muss halt nur um die wirbelnden Dingens drumherum fahren. Okay. Dann wollen wir mal. Wir versuchen jetzt zuerst den ganz hinten zu machen. Wo bin ich? Wieso fahre ich nicht? Hallo? Ah ja. Offensichtlich war ich noch. Aua. Offensichtlich war ich noch mit meinem Fensterchen irgendwo, wo ich... Wow! Okay. Das gibt Speed. Ja, oh, ja, ja, jetzt so schön parken. Ja, Wolski. Bam, der Schnauzbart der Macht lässt mich gewinnen. Oh, nein, 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 nein. Ah, verdammt. Okay, jetzt nehmen wir doch eher die vorderen. Einfach, weil wir Punkte brauchen. Wir wollen nicht Letzter werden. Und deswegen müssen wir ein bisschen voran machen. Ein kleines bisschen zumindest. Oh nein! Ah! Verdammter Magnet! Rein da und packen. Jawolski. Das gleiche auf der anderen Seite. Hier hoch, da rum. Sich ärgert, dass einer hier durch die Gegend schubst und trotzdem packen. So, mir fehlen noch 3 Stück, der in der Mitte. Guck mal. Da fahren wir an den beiden Bomben vorbei. Zack. Oh, ich habe gerade einen Lauf. Jetzt schnell hier vorbei. Bevor er endet. So. Und zack. Oh, noch einer. Noch einer. Oh mein Gott. Oh, ich bin so aufgeregt. Das wird nichts. Okay, machen wir von der Seite aus. Oh, warum schubst du mich? Was soll das? Warum machst du Schubsi, Schubsi? Oh nein. Okay, mit weniger Ulalala und mehr Konzentration kommen wir ans Ziel. Also drehen, 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 weiterfahren, aufpassen und explodieren. War nicht das Ziel, war aber sehr gekonnt umgesetzt. So, zack. Oh, warum steht da ein Hühnchen? Wo kommt das Hühnchen her? Ich hab's geschafft. Holy moly. Gucken wir Poet Shadow zu. Der hat nämlich schon 7. Der wird den letzten auch noch schaffen. Komm. Du schaffst es. Poet Shadow. Poet Shadow. Nein. Oh. Du schaffst das. Los jetzt. Wir brauchen einen würdigen dritten Platz. Ah.
Weiter geht's. Gib nicht auf. Gib nicht auf, Poet Shadow. Nein, er. Ah, was tust du denn da? Los jetzt. Du brauchst den Punkt. Ja. Jawolski. Bleibt noch Luzitronic 53. Wo ich mich bei solchen Jahren immer frage, ist der 53 geboren? Oder ist er 53 Jahre alt? Oder hat er 53 Paar Socken? Ich bin Zweiter. Oh, das ist mir noch nie passiert. Gut, aber alle anderen sind auch Level 1. Das muss man dazu sagen. Bis auf den einen Typen. Olympics. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parkplätze. Und der 8. ist irgendwo da unten wahrscheinlich. Wir gucken mal. Auf der linken Seite. Ja, genau. Und schön gegrindet, schön getaucht, aber leider kein geparkt. Hup. Perfekt. Nicht ganz perfekt, aber hat offensichtlich gegolten. Das machen wir jetzt nochmal. Ah, ja, oder auch nicht. Vielleicht machen wir auch einfach gar nichts, weil wir dumm sind. Oh nein, oh ja, oh yep, oh no, oh yeah. Was war das denn? Ja, natürlich. So, jetzt aber. Oh Sven. Ehrlich, benimm dich jetzt. Du kannst nicht schlechter sein als irgendjemand, der auf Level 1 ist. Wow, 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 wow. Okay. Das ist der Flipper-Automaten-Effekt. Oh nein. Ah, los jetzt. Oh, noch nicht genau daneben. Ja, was das sollte, weiß ich auch nicht. Ich wollte hierher. Und dann wollte ich daher. Und dann wollte ich auf gar keinen Fall so eine Wand mitnehmen. Aber dafür hier stehen bleiben. Na also. Man muss sich manchmal einfach nur ein bisschen konzentrieren. Weniger Blödsinn erzählen. Und einfach mal mit dem Kopf da sein, wo man hin möchte. Zum Beispiel da unten. Na, ja, siehste. So, da ist nämlich auch noch einer. Siehste, siehste, zack. Okay, wir müssen noch 4 Parkplätze finden. Und beparken. Beparken wir noch 4 Parkplätze. Einfach hoch da. Ja, nein. Mist. Das fand ich jetzt ärgerlich. Ich war so froh, da oben zu sein. Oder überhaupt irgendwo. So, jetzt dadurch. Jawolski. Und dann sinnlos an der Wand entlang schrabbeln. Dumm auf dem Stein umherrollen und dann parken. So machen wir das. So ist es hier Usus, so ist es hier Brauch, so wird das gemacht. Dann jumpen wir da hoch, nur um da direkt wieder runter zu jumpen. Fahren vor die Wand, fahren vor die Wand, fahren vor die Wand und kommen weiter. Man muss das einfach nur seelenruhig vor sich hin erzählen. Und dann glauben alle, das wäre so geplant. Da ist jede Menge Bumsi Bumsi. Au! Was war das denn? Ja, komm, einmal noch halten, wir haben noch 10 Sekunden. Ich weiß auch nicht, warum ich immer hier unten herfahre, wie so ein... Oh, den haben wir. Hohoho. Und noch eine Fahrt frei gewonnen. Aber die setzen wir einfach in den Sand, beziehungsweise in den Schnee. Dritter. Insgesamt aber noch Zweiter. Poet Shadow wird mein... Geometrie haben wir gerade schon mal geschafft. Poet Shadow wird mein Erzrivale hier. Und wie das mit Erzrivalen ist, man hasst sie. So, auf geht die wilde Fahrt. Nächste Bahn und wut wut. Steht. Gleiche Spiel, andere Ecke. Steht. Und bitte, bitte, bitte. Nein, verdammt mich. Haben die Bäume eigentlich da Rettungswesten an? Also,
Ich weiß, dass es diese. Ach, komm schon. Dass es diese Winterjacken gibt für Bäume, damit die nicht erfrieren. Aber Rettungswesten wäre mir jetzt neu. So, jetzt hier kurz. Steht auch. Hauptsache besser als Poet-Cello. Der Rest ist tatsächlich. Ja, nicht irrelevant, aber B-Lösung. So. Na, zu weit. Nein. Ah, verdammt. Und weg. Los, komm. Roll da nicht 8 Stunden rum. Mach dein Ding und gut ist die Kiste. Nein. Ah. Ich muss besser sein als Poet Shadow. Das war es mir wert. War doch hier noch eins. Ja, ja, nein, 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 nein! Weit so gut. Ah! Sehr gut, nur noch der eine. Das sieht gut aus. Erzfeind besiegt! Bam! Sehr gut. Puh, aber Poet Shadow lässt mir keine ruhige Minute. Er lässt mir keine ruhige Minute. An Glosuli denke ich schon gar nicht mehr. Ich bin 2 Punkte vor Poet Shadow. Und wir spielen die Island Twins. Die habe ich letztes Mal sehr großartig vergeigt. Mein Ohr hat kurz gejuckt. Wir werden jetzt die Island Twins vor Poet Shadow abschließen. Das ist die Idee. Oder zumindest mehr parken als er. Ah, oh, und da hat uns Poet Shadow auch direkt ausgebremst. So. Wir sind knapp vor ihm. Naja, es hat nicht gereicht. Verdammt. Egal. Noch ist 3-3. Alles ist egal, solange wir vor dem poetischen Schatten sind. Zack. Sehr gut. So lobe ich mir das. So, da hoch. Darüber. Und dann fahren wir mal hier entlang. Und bleiben an der Laserwand hängen. Laserwand! Ich hoffe, wir haben jetzt keinem verraten, dass hier unten auch ein Parkplatz ist. 2 Punkte vor Poet Shadow, da kann ich mit leben. Da kann ich mich drauf ausruhen. Das ist gut für meine Seele und Balsam. Für meinen Ehrgeiz. So, wir fahren hier rüber. Wir fliegen dort hoch. Wir bremsen. Puh, beinahe hätte mich dieser Pinguin ausgebremst. 6. 6 ist gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was ich hier will. Verfahren, würde ich sagen. Vertan, vertan, sprach der Hahn und sprang von der Gans. Und solche Sprüche sind der Grund, warum mein Twitch-Kanal ab 18 ist. Was hier oben so los? Ja, da ist Wald. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte nicht in den Wald. Poet Shadow kommt nicht über die 3. Das ist sehr gut. Kann so bleiben. Nicht, dass ich ihm keinen Sieg gönne. Halt nur nicht gegen mich.
Hui, so hoch wollte ich aber auch noch wieder nicht. Keine Ahnung, wo ich hier lande. Ah ja. Und bumm, nee, doch nicht. Und der Sprit ist alle und ich bin... Oh, ich hätte es beinahe geschafft. Das war knapp. Beinahe habt ihr das gesehen. Nein, habt ihr nicht. Guckt ja keiner zu. Und tschüss. Es guckt ja keiner zu, wenn ich hier spiele. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Tartsache. Tart. Eine Tartsache esse ich auch sehr gerne. So, hier rüber, da hoch, da runter, da wieder hoch. Und keine Ahnung warum, aber ich bin jetzt mal wieder hier. Letzte Sound. Und ein Poetscher hat genauso viel wie ich. Ich muss aufpassen, wenn der jetzt einen kriegt, den ich nicht habe. Oh nein! Oh, ich lebe noch. Ja, aber das Benzin ist alle und ich bin auch im... Oh, bitte! Shit! Nein! Aber egal. Ich... bin Zweiter. Erste Runde komplett. Zweite Runde, naja. Dritte Runde komplett. Vierte Runde, naja. Noch 4 Parkplätze, die mir fehlten. Ärgerlich. Ärgerlich. So, eine Runde machen wir noch. Und dann ist auch gut für heute. So ist der Plan. Denn ich muss tomorrow wieder arbeiten. Miau, 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 miau. Was machen die kleinen Kätzchen eigentlich? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Und alle mal zusammen. Miau. Ist das bescheuert? Arme runter, Arme hoch. Arme runter, Arme hoch. Arme runter, Arme hoch. Miau, miau, miau. Und wuff. Miau, miau, wuff. Miau, miau, wuff. Miau, miau, wuff. Tut mir leid, mein Gehirn ist schon schlafen gegangen. Und da geht es wieder los. Charpal Pit, Harvey Racer, Egg Mersam, Mr. Notting Ice, Lick Josh und ich. Ich glaube, es war nur einer bei, der ein höheres Level hatte als ich. Von daher muss wieder Zweiter drin sein. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5 Parkplätze. Ich muss aber alle finden. Schwergewicht. Man drücke mir die Daumen. Tutut, weg bin ich. So, sehr gut. Ich bin schon mal nicht mit explodiert und ich bin aber für weggeboxt worden. Und, Moment. Da ist ein Tor. Da will ich rein. Haha. Kein Weg war umsonst. Oh, ja, das war schon umsonst. Entschuldigen Sie, Sie stehen im Weg. So nämlich. So, jetzt müssen wir dummerweise trotzdem nochmal da unten her. Ah! Wenn die da alle immer parken wollen, dann ist das natürlich sehr eng dort. Ha! Ist das dämlich. Jo. Oh, ist das, ah, man kann auch einfach mit. Okay. Ich hätte gesagt, die Faust kriegt mich immer. Tut mir leid, Kuh. Entschuldigung. Ui. Ui. Wo bin ich denn hier? Ui, jetzt gebe ich Gas. Ui, da fliegt er. Ui, ein Leuchtturm. Ui, das Meer. Ui, tot.
Ach, bitte. Wie kann man denn da noch daneben fahren? Ich bin gar nicht so gut gerade. Das ist nicht so schön. Ich geh mal schwimmen. Bium. Tut mir leid. Schade, wenn ich nicht gepackt hätte, wäre es ganz gut gelöst worden. So, was lernen wir daraus? Fahrt nicht hinter mir. Weiterfahren. Ja, sehr gut. Okay, einfach mal kein Gas geben. Auch eine Variante. Funktioniert. Es kann nicht sein, dass ich hier... Kann ich denn nicht einfach darüber? Oh nein! Ja, kann ich. Ich muss nämlich auf jeden Fall noch einen mehr schaffen als Jig Big Wash Losh. Warum bleib ich stehen? Ehrlich, wenn du so da stehst und denkst, ja, jetzt noch ein bisschen Anlauf holen und dann ab. Nein! Oh mein Gott! Fall schneller! Ja. Letztes Auto! Dann so dumm gestorben! Oh. Damn it! Mann. Oh, so ein Schafkuchen auf dem Auto sieht aber auch süß aus. Ich bin Dritter. Aber Lick Josh YouTube oder was zur Hölle? Autografiestunde. Ganz oben ist einer. Da unten ist einer. 1, 2, 3, 4, 5. Schauen wir mal. 6. Wir gucken mal. Den da vorne lassen wir auf jeden Fall für später. Weil den werden sich jetzt erstmal alle krallen. Auch sehr schön. Auf der anderen Seite, jetzt wo gerade alle Dinger wegexplodiert sind, ist das vielleicht eine ganz gute Sache. So. Jo, das war auch nicht der Plan. Was ist... Oh, ich mag diese rutschigen Rutschbahnen immer nicht. Was ist denn da los? Hab ich mein Auto mit Kernseife eingerieben oder was? Und weg hier. Okay, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen, dieses Glügelumpe. Ich mag nicht mehr. Ich verliere hier doch die ganze Zeit nur. Was ist das hier für ein komisches elektrostatisches? Ja. Perfekt runtergeplumpst. Jo, jetzt aber. Und auf geht's. Und runter. Und jawolski. Und durch das Leuchtedings, wo ich bis jetzt immer noch keine Ahnung, warum das überhaupt. Ich bin ein Eiswürfel. Aha. Okay. Warum auch nicht? So, die Torpedos. Nein, die. Dinger da gut ausgetrickst. Jetzt hier rüber. Und jetzt will ich einfach darüber. An den Minen vorbei und geparkt. Jawulski. Schnell weg. Ich möchte einfach nur vor Big Loshi Joshi Golumpi sein. Oh, das war nicht geplant und hat auch nichts gebracht. Aber doch. Und ob. Haha, ich parke jetzt hier. Nein, ich parke doch jetzt hier. Aber jetzt war jetzt. Oh. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Was tue ich da? Ja. Klar doch. Warum auch nicht? So, jetzt aber. Tschüss, Mine. Boingi, boing. Jo, das war der Plan auch. Weil ich ja hier hin wollte. Und da hinten war doch ein Parkplatz. Ich muss nur zwei Parkplätze kriegen, damit ich bei diesem komischen Lick-Josh bin. Dann bin ich schon zufrieden. Weil der Typ ist Level 1. Ich kann nicht gegen jemanden auf Level 1 verlieren. Das ist einfach nicht der Anspruch, den ich an mich selber habe. So. Und ab geht's. Miau. Ah, vorsichtig. So. Okay, ist hier irgendwo ein Parkplatz? Bin ich hier? Da ist einer. Miau. Den nehmen wir doch mit. Den nehmen wir mit. Und zack. Steht. So, da hinten ist noch einer. Drei Parkplätze noch. Keine Ahnung, wo die alle sind. Aber einer ist da oben. Zack. Und zack, die Zack. Zuck, die Schlag. Steht.
Ja, Mann. Mr. Nassingdüll steht einfach nur sinnlos im Weg rum und verschwendet meine Lebenszeit. Nein, ich will kein Eisklumpen werden. Ich bin ein Eisklumpen. Naja, immerhin. Zweiter. Ende von Runde 2. Das Spiel scheint echt nicht sehr beliebt zu sein. Oder schlafen schon alle, die das spielen? Tempomat. Kenne ich auch nicht, die Bahn. Woher auch? Okay. Da kann man parken, da kann man parken, da kann man parken. Man kann eigentlich überall parken, außer da, wo es bequem wäre zu parken. Nur noch 3 Leute am Start hier. Ich möchte nicht letzter sein. Also werde ich mich intensiv gegen Big Losch, Lick Josh, Dingsbums-Typen halt durchsetzen. Zack. So. Manchmal ist aber wirklich mehr Glück als Verstand bei. Das muss ich ja zugeben. Oh, warum rammst du mich? Lass das. Oh nein, ehrlich, das hat nicht gereicht. Ha, Wayracer. Mögest du in der Hölle schmoren. Eieiei. So. Hier hoch geht es. Darum geht es. Und steht. Dann wollen wir hier hinten rum. Ich glaube, da war... Na, okay, da kommen wir so nicht hin. Wie machen wir das mit dieser komischen Faust denn hier? Okay, das war einfacher als gedacht. Uns fehlen jetzt noch 5 Plätze. Guck mal, da war ich auch noch nicht. Was ist denn da Schönes? Ein Parkplatz. Wie er mir gebührt. Neo. Mal gucken, wo die anderen so herfahren. Ah, okay, Joshi. Oh nein. Ah, das war nicht der Plan. Das war not the plan. Was ist denn hier so? Moin. Jawolski. Nein. Oh, ich habe noch einen Parkplatz gefunden. Oh, den hätte ich sonst nie gefunden. Oh mein Gott, ich bin tot. Ah. Aua. So, da hoch. Und zack. Und das gleiche nochmal. Nur mit geradeaus weiterfahren. Oder hier runterfallen. Kommt das gleiche raus. Nein, kommt es nicht, weil hier bin ich tot. Tot! Das wollte ich jetzt so auch nicht. Big Josh macht mich übrigens fertig hier. Und das ist kein schönes Gefühl. Jawohl. So. Den noch ein bisschen geärgert. Aus Prinzip. Ein Parkplatz noch. Das ist der da unten. Wie kommen wir da dran? Ah, ich habe eine Idee. Hier oben rum. Dann hier einfach runterbremsen. Und jetzt nicht vor den... Ah, okay. Komm, das schaffen wir. Da hoch. Ja! Und das vor liegt Josh. Bam! Nimm das, liegt Josh. Puh. Das war Runde 3. Eine kommt noch. Aber theoretisch stehen die Punkte jetzt nur auch schon fest, ne? Also... Harvey Racer ist 8 Punkte vorne, da kriegt keiner mehr. Die Island Twins, die kann ich wenigstens, oder die habe ich zumindest schon mal gesehen. Ich glaube, ich hatte auch gerade 7, auf jeden Fall keine 8. Gibt es überhaupt 8? Es gibt 8, ja. Alles klar. Viel Pech euch beiden. Oh, ich hasse dich, Harvey. Das war der schlechteste Versuch diesseits des Mississippi.
Aber gegen Lick Josh muss ich sagen, es ist halt ein echtes Battle. Ah, oh, nein, es hat nicht geklappt. Weil der halt auch so schlecht ist wie ich. Perfekt. So, zack. Auch nochmal schön weggeparkt. Dann will ich das hier nochmal probieren. Ne, das klappt. Das kannst du knicken. Durch das Tor komme ich nie im Leben durch. Wo fahre ich eigentlich rum? Ich bin tot. Aber ich mag meinen Schnäuzer. So, weg ist er. Hier hoch fährt er. Und jetzt machen wir da oben den kleinen Parkplatz nehmen. Zack. Sorry, Lick Josh. Sorry. Falls du das auf YouTube streamst, tut es mir sehr leid, dass ich dich vor deinen ganzen YouTube-Freunden lächerlich machen musste. Naja, lächerlich ist übertrieben. Aber ich habe gewonnen, das ist das Wichtige. Und ich bin tot. Das ist fast wichtig. Kriegt aber keiner mit. Wahrscheinlich hat er auch mehr Follower als ich, aber es ist nicht schlimm. War hier nicht noch irgendwo was? Ich meine, mich da erinnern zu können, dass man hier wieder zum Start kommt. Ah, da wollte ich auch nicht hin. Okay, fahren wir nach ganz oben. Ich glaube, die beiden Parkplätze, die noch über sind, sind ganz oben, ne? Ich glaube, so war das. Genau, der eine Kurve, den ich noch nie erreicht habe, das ist der hier. Den versuchen wir jetzt mal, wenn wir nicht parken würden. 24 Sekunden. Die letzten 24 Sekunden für heute. Von daher, oh nein, ja, das war, obwohl, nee, guck mal. Perfekt, perfekt. Oh, kriegen wir noch einen Achter hin zum Schluss? Das wäre ja enorm großartig. Gott, würde ich mich da freuen. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Oh mein Gott. Nochmal mit einem Achter. Beendet. Nicht schlecht, Mr. Woodpecker. Aber insgesamt nicht die beste Vorstellung. Erste Runde vollkommen vergeigt, zweite Runde mäh, dritte und vierte hat sich dann wieder gelohnt. Schön. Schön war's. So, zurück zum Hauptmenü. Dann gucken wir uns mal den Parkpass an. Ich glaube, da gibt es wieder was gratis. Kommen wir bis zum Gratis-Ding? Ich weiß es nicht. Level 12? Nee, kommen wir nicht. Und den Parkplatz, den kaufe ich mir nicht. Also das macht keinen Sinn. Ja, genau. Fast bis 13. Also das Spiel ist ganz witzig für zwischendurch. Das kann man mal machen. Das kann man dann immer machen. Mein Sprachzentrum ist schon ins Bett gegangen. Aber so geil ist er dann nun doch wieder nicht. So. Ihr Lieben. Ich bin sehr froh, dass ihr mir heute zugeguckt habt. Die zwei, drei, die mal zwischendurch da waren. Ich werde es ja gleich in den Statistiken sehen. Kommt wieder vorbei. Ist lustig hier. Ich weiß noch nicht wann. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Mal gucken. Dann spielen wir irgendwas anderes. Weil so der Knaller war das jetzt heute auch nicht. Aber ja. So machen wir das. Ich möchte mich bei euch bedanken und einen wunderschönen Resttag wünschen. Schlaft's gut, kommt's gut ins Bett und ja, nervt irgendwelche Leute, die ihr hier so findet. Macht's gut. Tschö und ciao.